Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Prost Spielen. Diesmal geht es rund um Karma, denn die wird aktuell sehr, sehr viel gezockt. Unter anderem natürlich, oder sagen wir mal, maßgeblich natürlich auf der Support-Position, allerdings auch Mid- und Top-Lane. Worin liegt das? Im letzten Patch wurde sie angepasst. Das bedeutet, ihr E-Spell gibt jetzt genauso lange Movement-Speed, wie das Schild hält. Das heißt 2,5 Sekunden. Und der Q-Slot nicht mehr für 25, sondern für 35%. Dadurch ist Karma nochmal besser geworden, darin zu kiten. Und das ist genau eine ihrer großen Stärken, unter anderem auch auf der Top-Lane gewesen. Und ich habe überlegt, ob ich ein Mid-Lane-Karma-Video mache. Und vielleicht mache ich das auch noch. Aber tatsächlich finde ich es recht interessant, mal darüber zu reden, dass man sie auch auf der Top-Lane spielen kann. Und zwar auf einem Tank-Bild. Das heißt, was ich hier tatsächlich am Start habe, ist ein Bild. Ich hätte hier übrigens ganz gerne Kleptopock bekommen, aber man kriegt nicht alles im Leben, was man will, ne? Ist ein Bild, was über Klepto funktioniert. Dann natürlich Boots, Biscuit, Time Warp oder Tonic Water, wie ich es gerne nenne. Mana Flow Band, Transistent. Über vieles hier kann man diskutieren. Diskutieren wir erstmal nicht über Kleptomancy, da kommen wir später zu, sondern über die Kleinigkeiten hier. Hier kann man für Future Market gehen, wenn ihr für das Rod of Ages Bild gehen wollt, was durchaus okay ist. Chakras, der mittlerweile bei Riot ist und Karma immer in meine Twitter-Line reingepackt hat, macht das zum Beispiel ganz gerne. Und hier kann man für Cosmic Insight gehen, diese 5% mehr Cooldown Reduction sind tatsächlich auf einen Champion wie Karma worth. Bin generell nicht der größte Fan der Rune. Es verbessert aber auch Summoner Spells und natürlich auch Items, das heißt, man kann dafür schon argumentieren und ich denke, das kann man zumindest diskutieren. Ansonsten, Second könnt ihr auch in den Resolve eingehen und dann Schildschlag nehmen in Kombination mit wie heißt denn das nochmal? Dass man mehr Schilde bekommt, wenn man low ist. Revitalisieren? Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf. Sorry dafür, Leute. Ja, und ansonsten können wir allerdings auch von mir aus direkt über Klepto diskutieren. Klepto ist deswegen gut, weil ihr auf der Top-Lane auch viele Midi-Champions trifft und da das sehr gut stacken könnt. Ihr könnt allerdings auch für die Slow-Rune gehen. Das würde ich allerdings eher auf dem Mid-Lane-Bild bevorzugen, denn tatsächlich sind diese Items nicht für eine Tank-Karma brauchbar, was ihr allerdings wahrscheinlich auch nicht bauen wollt, wenn ihr genau dafür geht. Alternativ geht auch Komet. Komet gibt ihnen nochmal mehr Lane-Präsenz. Allerdings hat Karma davon generell schon nicht zu wenig, wie ich finde. Und dementsprechend würde ich davon eher absehen. Ich werde jetzt hier sehr intensiv von diesem Ryze getradet. Auch das ist natürlich ein Charakter, der um kurze Cooldowns herumspielt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses Matchup hier ausgehen wird. Habe es persönlich noch nicht gespielt. Habe mittlerweile ein paar Games auf Karma. Muss sagen, der Champion kommt mir ein bisschen busted vor. Vor allem darin, wie viele Fehler du machen darfst. Und das ist immer etwas, was ich ja sehr gerne bei Champions habe, weil ich bin Mensch, der macht nun mal Fehler. Oh mein goodness, this damage was unexpected. Okay. Da hat der Royce auf jeden Fall nochmal richtig Bock gehabt, nochmal nachzulangen. Das ist nicht ganz so schlimm, weil wir natürlich auch wieder Kekse dabei haben und Corruption Potion. Und das eben mit Tonic Water verbunden. Und dadurch können wir hier tatsächlich noch einiges rausreißen, was sonst vielleicht eher RIP wäre. Tatsächlich ist er jetzt eher in der Situation, dass er aktiv aufpassen muss, dass ich ihn nicht kille. Glaube ich, kann ihn hier einfach downchasen, aber stattdessen begnüge ich mich damit, ihn hier tatsächlich in die Base zurückzuzwingen. Er sollte noch nicht genug für seine Träne haben, wobei doch, es könnte ganz knapp reichen. Was ihr generell mit Karma ganz gut machen könnt, ist die Wave Freezen. Ich mache das ja generell sehr gerne, einfach darüber, dass ihr ein Schild habt, könnt ihr da nochmal ein bisschen mehr forcen. Ich zwinge jetzt Ryze dazu, diesen Teleport auf die Lane zu benutzen, wenn ihr hier nicht diese ganzen Minions verpassen will. Werde selber ebenfalls mal einen Teleport in die auf die Lane nutzen müssen. Er hat tatsächlich genug für die Tier bekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, das hätte ich verhindern können, wenn ich nicht diesen einen komplett terrible Trade genommen hätte. Ryze natürlich jetzt hier ein Charakter, wo ich sagen muss, wo Klepto noch nicht ganz zum Vorschein kommt. Ich bin allerdings auch eher davon ausgegangen, dass es hier eine verdammte Riven wird. Ich muss hier ein bisschen über die Wall arbeiten, weil natürlich der Ryze für mich durchaus eine Gefahr darstellt. Ich gebe jetzt den Cho'Gath den Movement Speed statt mir selber, weil ich glaube, dass der hier mehr leisten kann. Wunderbar! Das hat gut funktioniert. Gutes Positioning auch von mir in der Szene, dass ich mich da ein bisschen dahinter verfrachte. Und ich habe ja auch immer noch den Teleport ab. Mein Gegenüber allerdings. Oh, shit. Ah, das ist super ärgerlich. Das darf mir hier nicht passieren. Kenne mir den Missen. So früh im Game ist immer ganz besonders bitter, weil du natürlich da noch ganz besonders davon abhängig bist, dass du deine Item Power Spikes bekommst. Ich misse hier einen Minion nach dem anderen. Habe natürlich auch eine große Wave und da ist das immer ein bisschen schwerer. Aber ganz ehrlich, ich spiele jetzt schon so lange League of Legends. Es gibt eigentlich nie eine vernünftige Ausrede dafür, einen Kenny-Minion zu missen. Item-mäßig geht ihr für gibt es verschiedene Optionen. Ich denke, das, was aus meiner Sicht immer am besten funktioniert, ist, einen Sheen zu holen. Das verbessert nochmal deine Trades. Hier spiele ich allerdings gegen den Ryze, was ein bisschen überraschend für mich ist, weil ich
noch. Da war mein berühmter 5-Sekunden-Freeze. Anna hat im letzten Video übrigens danach gefragt, wo der bleibt. Weil ich den in dem Video nicht hatte. Karma ist es wahrscheinlich, dass ich den jetzt wieder habe. Steht 6-0, mein Team eskaliert komplett. Und genau solche Games sind Games, wo ihr mit Karma dann natürlich extrem brillieren könnt. Weil wir können hier für ein noch supporteriges Item-Bild gehen. Das heißt, wir können für Athens gehen. Finde ich persönlich sehr, sehr stark. Gibt mir gegen Ryze einige Stats, die mir helfen. Wenn ich ein Team hätte, was jetzt nicht so stark... Okay, wie viel Minion-Block ist denn hier noch legal, right? Weil das ist schon sehr grenzwertig. Wenn ich ein Team hätte, was weniger gut am Start wäre, dann würde ich wahrscheinlich eher für eine Spirit Visage gehen, also eine Geistessicht für alle, die das Spiel auf Deutsch spielen. Weil man damit dann tatsächlich doch nochmal ein bisschen mehr rausreißen kann. Weil die Heilung auf die einfach nochmal größer wird. Denn das ist eine der großen Stärken von Karma. Du kannst mit dem W tatsächlich unglaublich viel rausheilen. Du heilst nämlich 20% deines Max-HP und das tatsächlich... ihr merkt, ich renne hier währenddessen einfach den Ryze runter. Geringe Kudo und sei Dank, plus den Blue Buff, das ist schon sehr disgusting. Ich zeige euch das gleich aber nochmal. Das heißt, ihr könnt 20% eures fehlenden Lebens heilen und dann nochmal plus 20%, wenn ihr es schafft, dass die Kette auch nochmal durchgeht. Und das ist super krass. Shin ist aus meiner Sicht hier deswegen, oder ist generell aus meiner Sicht auf Karma ein sehr, sehr gutes Item, weil du halt eben diese sehr kurzen Cooldowns hast und man damit immer wieder in der Lage ist, diesen Sheen-Proc dann natürlich auch auszulösen. Es ist für mich auch einer der Champions, wo es sich mit am meisten lohnt, für Cooldown Reduction zu gehen, was ich ja generell, sage ich mal, eher ungern mache. Übrigens, wenn ihr für Rot geht, solltet ihr nicht für Darkseid gehen. Also wenn ihr Rot geht, wollt ihr Rot unbedingt rushen. Ich bin nicht der größte Fan davon, denn aus meiner Sicht, das kam aber deswegen so gut auf diesen Item-Bild, was ich hier vorschlage, weil du zwar relativ wenig Leben hast und normalerweise, um dieses Item-Bild richtig effizient zu machen, müsstest du mehr Leben bauen. Du das allerdings ausgleichen kannst über den extrem geringen Cooldown deines Schildes und du dich ganz selbst schildest. Deswegen ist Cosmic Insight auch nochmal einen Ticken besser, weil man tatsächlich ja die ganze Zeit die Schilde spammen kann. Ich call, ich tippe da rein. Die Wave steht zwar nicht optimal für den Play, aber das ist okay. Wir werden auf jeden Fall den Terry kriegen, aber nur den Terry. Das, oh nee, wir werden nicht mehr den Terry kriegen, oder was? Oh, ist das frustrierend. Ich werde hier auf jeden Fall down chasen. Fuck this. Boah. Das ist alles andere als optimal hier. Ich muss Spades treffen und das ist schwer. Wunderbar. Jetzt aber die Kette drauf. Nein, ich bin Turn Range. You gotta be kidding me. Okay, worked, worked. Dirty, but oh shit. Okay, we're actually fine or what? Okay, Ult W. Oh mein Gott. Ist das ein schönes Gefühl. Okay, ach, da ist der nächste schon wieder ab, oder was? Ja. Who's next? Ah, okay. Der Choker hält währenddessen die Top-Lane. Ich muss trotzdem wieder Base. Okay. Ah. Ah, den Terry sollten wir auf jeden Fall kriegen. Aber das habe ich eben schon mal gesagt, ne? Diesmal ist das allerdings keine Lüge. Ist natürlich trotzdem ein bisschen tricky. Ich werde jetzt hier wieder hinten rumlaufen. Die Jinx hat das auch schon gesehen, aber die kommt da nicht raus. Ich habe zu viel Movement Speed. Das ist halt eine dieser diesen absurden Stärken. Wunderbar. Aber es ist halt disgusting, ne, was wir hier machen. Ich renne da, ich tippe da runter und dann killen wir die quasi einfach zweimal. Mantra Q hier jetzt genutzt, einfach nur um die Wave schnellstmöglich zu pushen, ne? Ihr versteht das schon. Ansonsten hier und da natürlich gemisste Skillshots so, weil ich einfach giga bad bin in League of Legends, aber ansonsten gute Entscheidung. Aber jetzt 10 Darkseid Stacks, meine Ashe steht 5-0-5, ich stehe 5-0-4, es ist komplett insane. Aber darum soll es nicht gehen. Ich würde euch nicht immer die Folge zeigen, wo es irgendwie am krassesten ist. Ihr werdet auf meinem zweiten Kanal übrigens wieder die eine oder andere Folge auch finden, wo das vielleicht nicht der Fall war. Swap, Top, Mi-Bot. Auch da könnt ihr natürlich dann nochmal so ein paar Werte sehen. Also das ist natürlich jetzt schon ein sehr, sehr gutes Early Game. Was Karma generell stark macht, ist eben, dass sie diese geringen Cooldowns hat, dass sie sehr, sehr viel Mobilität hat und dass du Leute tatsächlich darüber in Fights verwickeln kannst, wo sie ihre eigene Stärke nicht mehr ausnutzen können. Das passiert besonders oft bei so Leuten wie Yasuo-Spielern, die gewohnt sind quasi gerade... Oh, sorry, man. Das war natürlich in keiner Weise gewollt. Ah,
trotzdem doof. Na gut, aber er nimmt es mir nicht übel. Ja, den Hit nehme ich mit. I don't really mind. Gegen die beiden jetzt hier alleine zu spielen ist natürlich nicht ganz so einfach für mich, aber ich habe super viel Movement Speed. Muss immer wieder gucken, dass ich nicht so nah an der Wand stehe, damit ich mit dem eh nicht mehr sidesteppen kann. Das sollte nämlich immer möglich sein. Und dann kann ich selbst im 1 vs. 2 hier super viel machen. Ihr merkt, das Prinzip ist nicht, dass du Leute bürstest oder ähnliches, sondern dass du sie langsam aber sicher einfach downchased. Das ist hier zum Beispiel, kann ich einfach mit dem W rein. Bisschen spät raus. Krieg allerdings auch nochmal den Slow drauf. Und ein Stack für einen Cho'Gath. There we go. Hab's misplayed. Ich bin für Ult W gegangen. Das war in dem Moment aber falsch, weil ich noch zu viel Leben hatte. Ich dachte quasi, dass die Jigsby so schnell burstet, dass ich da mit dem Ult W das wieder gegenraggen kann. Tatsächlich hätte ich da allerdings einfach mit Ult Q den Taric schneller killen können und hätte danach noch alle Möglichkeiten gehabt für die Plays. Das Wichtige, was ihr bei Karma verstehen müsst, ist, dass es sich massiv davon unterscheidet, wie ihr sonst League of Legends spielt. Zumindest wie ich sonst League of Legends spiele. Ich spiele normalerweise Burst-Heavy. Ich versuche Trades kurz zu halten, um die Cooldowns der Gegner herumzuspielen. Und hier ist es eher so, dass ihr quasi immer wieder versucht, euch defensiv zu positionieren, bis die Spades der Gegner raus sind. Zum Beispiel, oh, shit. No, der Turn wird gigabad. Should still be fine, I guess. No. No. Leave me alone, man. Warum ist er denn so? Na gut, komm. Wenn du willst, dann will er aber auch richtig. Dann auch richtig, ne? Oh mein Gott. Okay. We can do this again. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich mein Mana ausseite. Taric wartet jetzt auf meinen W. Oh shit. Der wartet gar nicht auf den W. Der war dann auf die Riven. Habe ich gar nicht gesehen. Upsi, my bad there. Nice arrow, by the way. Das war ein schöner Arrow. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr deutlich, wie Karma funktioniert. Ne? Ihr kitet, ihr sidesteppt. Und es ist so schön, weil du bist unglaublich lane-dominant als Champion an sich und hast hinten raus dann quasi diese unglaublich vielen Optionen für Outplays zu gehen. Ich habe mich hier für Mercs entschieden, gerade weil ich Angst vor diesem Rammus-Sit hatte und ich hier nicht unbedingt Ninja-Tabis brauche. Als nächstes Item kann ich jetzt für die Geistessicht gehen, wenn ich quasi die Heilung erhöhen will, oder weil ich eine starke Edge will für Athens gehen. Ich denke, hier werde ich allerdings einfach for the Lulz dafür gehen, weil ist es für euch ist klarer, was mit Athens passiert, aber es ist, glaube ich, deutlich schwerer, sich vorzustellen, wie krass Geistessicht tatsächlich auf Karma funktioniert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Game vorbei ist, bevor wir da hinkommen. Ich bin nur auf 66 CS, weil ich ja früh weg-TP'd bin. Ich habe extrem viel Lack gehabt mit Klepto, das heißt, ich bin trotzdem ziemlich fett und ich bin 7-1, ne? Das heißt, ich bin so oder so stark. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr Karma spielt, ist, dass ihr, wenn ihr gegen hyper-pushende Champions spielt, ihr die immer wieder in Trades versucht zu verwickeln. Ihr könnt nicht dauerhaft gegen Champions gut agieren, die extrem free Wave-Clear haben, weil ihr habt nicht so viel Wave-Clear. Probiert es nicht. Das ist nicht eure Stärke. Ich könnte jetzt hier der Ash nochmal ein Schild geben. Ich habe das auch gemacht, auch wenn man das kaum gesehen hat, weil der Turm so aufgeladen war. Immer die Corruption Potion natürlich auch reindonnern. Ich gehe einmal Records interrupten. Ist ein bisschen greedy, aber das kann man schon mal machen. Okay. Oh, Ash will Unterstützung, was sie kriegen. Der Herald ist ein bisschen wasted, glaube ich. Ja, wobei, er muss so oder so laufen, aber solange wir hier jetzt keinen Hit wasten, ist es fein. Weiß nicht genau, ob wir hier eigentlich siegen sollten oder ob ich splitten sollte. Karma ist nicht der krasseste Split-Pusher, aber tatsächlich kann ich eigentlich selten etwas 1 vs. 1. Ich gebe jetzt hier einmal allen Movement-Speed, um den Ryze runter zu chasen. Das ist gerade, wenn du einen Champion mit klaren Engage hast, ist es natürlich nochmal besser, den Movement Speed zu geben. Und dadurch, dass du das AOE kannst, oh, das darf niemals passieren, ich darf niemals getroffen werden. Dafür habe ich einfach zu viel Movement Speed. Und vor allem durch die Änderung des Movement Speeds ist es ja auch so, dass quasi immer, ihr habt den Speed fast die ganze Zeit. Also es ist wirklich disgusting. Was ihr hier seht, ist, dass ich immer versuche, möglichst viel auch meine Auto-Attacks zu nutzen. Das ist einer der Sachen, worüber ihr dann Klepto weiterpocken könnt.
Und ich muss sagen, ich habe heute ein paar Aufnahmen gemacht, 4, 5. Und ich muss sagen, das war tatsächlich wo ich das Gefühl hatte, ich habe trotzdem alles erklärt, obwohl es ein schnelles Game war. Die Games sind alle unglaublich schnell. Genauso schnell wie ich im Laufen. Oh shit. We actually can't finish this now. Oh, vielleicht kann ich X-Backe machen. Ah, ich kann es da, glaube ich, nicht. Ult W für maximalen Wreck in dem Moment. Oh shit. Ah, ich kann den noch tanky machen. Ich brauche auf jeden Fall Speed und dann brauche ich auf jeden Fall Ult W. Dann brauche ich auf jeden Fall Slow. Dann hätte ich den Sidestep gebraucht, den habe ich aber nicht. Aber dann habe ich gleich wieder Ult ab und dann sollte das eigentlich fein sein. Ja, da kommt mein Wreck wieder rein. Es ist halt disgusting, ne? Ich würde ja auch wieder mit einer Wave farmen, to be honest. Oh, ach, das war's schon. Ja, GGWP, meine Damen und Herren. Ist natürlich ein kompletter Stomp gewesen, war allerdings tatsächlich, glaube ich, etwas, wo ich sehr viel mitgeben konnte. Ich denke, Karma ist am stärksten auf der Support-Position. Ich glaube, Top-Lane gibt es Matchup, wo sie sehr, sehr gut ist. Es gibt wenige Matchups, die komplett terrible sind. So auf Sidarius, Fiora ist schwer. Flame spielt zurzeit sehr, sehr viel in der Solo-Queue in Korea. Guckt einfach mal bei Probitz vorbei. Wen honor ich denn hier? Die waren eigentlich alle ziemlich nice. Der Ash-Arrow war allerdings das, was wahrscheinlich mit am coolsten war. Ich glaube, Karma verändert ein bisschen das, wie wir normalerweise League of Legends spielen, aber es macht mir extrem viel Spaß. Ich würde es allerdings nicht jedem ans Herz legen, weil es tatsächlich fordernd ist, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, man muss sehr viel umdenken und während man normalerweise ja Cooldowns trackt, musst du das hier auf noch mehr Ebenen machen, um zu wissen, wann du nach vorne gehen kannst. Ansonsten ist dieses Tankbild allerdings etwas, womit du Gegner immer wieder überraschen kannst. Es hat schon was von Cheesen und ich muss sagen, es macht unglaublich Spaß zu spielen. Also probiert es gerne aus, vielleicht nicht direkt im Ranked und ansonsten, wenn ihr Folgen sehen wollt, wo ich ein bisschen schlechter war, dann schaut auf den Zweitkanal in den nächsten Tagen vorbei. Da kommt aktuell jeden Tag ein Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Johnny. Tschüss.